Freuen, als wir hier reingefahren sind. So ein altes Fabrikgelände. Ein bisschen verlassen, auch ein bisschen mysteriös und angsteinflößend. Aber ich glaube, unsere Sportart ist aber nicht in dem gewohnten, eher langweiligen Umfeld, sondern wir auch dann mal sagen können, okay, wir haben jetzt von hier vom Stein hinten in die Tür rein oder an irgendeinen Pfosten und es macht einfach viel mehr Laune. Aber ich habe schon viel von euch gehört. Ihr spielt ja echt gut Minigolf, ne? Mhm. Ja, wir spielen eigentlich auch nur Minigolf. Professionell, aber, ne? Ihr spielt jetzt Seniors-Tour auch, oder? Ja, wir haben jetzt ja beide aufgehört. Okay. Aber jetzt mal so ein flaches Ding da rein, oder? Ich fange mal an, Jungs. Aber wo spielst du denn jetzt rein? Da hinten um die Ecke ist so ein weißes Tor. Genau. Wenn du ein bisschen zur Seite kommst, dann wir versuchen jetzt den flach starten zu lassen mit so einem kleinen Hook drumherum und dann ist links hinten das Türchen. Ist auf jeden Fall cool. Also, was treibt einen schon mal hierher? Ich glaube, außer diese Thematik Urban Golf und eine Location, die ja eigentlich nicht zu dem doch elitären Sport irgendwo passt, dann mal komplett in einer anderen Szenerie unterwegs zu sein, ist cool. Man merkt, klar ist alles ein bisschen hölzern, man dreht nicht so schön durch, die beiden sind auch Profis, aber ist ja schon mal gut, dass wir den Ball überhaupt mal treffen. Oh! Schade! Tief durchatmen. Mhm. Und dann Wind ein bisschen von links vorne, das heißt, ich muss ein bisschen links daneben zielen. Das schaffst du locker. Come on, come on! Ah. Oh. Fällt sau angenehm. Dafür, was es für, wie schmal der eigentlich ist. In der Stadt ist halt mega geil. Der Wendekreis war echt cool, da vorne auf dem Parkplatz. Ne? Gerade in Italien ist die Smart Community sehr groß. Entweder die haben Roller oder ein Smart. Das sind so die Standardverkehrsmittel hier. Und ich fahre ja den aktuellen Smart, also den bisherigen. Auch super, tolles Auto. Aber der liegt nochmal anders auf der Straße. Und natürlich ist der Wendekreis unfassbar. Also wir konnten gerade auf so normalen Straße quasi wenden. Was man sonst gar nicht kennt, das ist beeindruckend. Hand-Augen-Koordination, was den Ball angeht, sind Profis, egal welche Ballsportart sie machen, alle sehr, sehr gut. Man hat es gesehen auf der Klappe nachher, wo wir auf dem Smart hinten standen, da wurde es ein bisschen schwieriger, weil das dann wirklich auch für uns Profis auch sehr, sehr schwer ist. Aber ansonsten haben sie ihre Sache super gemacht. Wenn den Italienern irgendwas Neues, Stylisches an die Hand gibst, man sieht es ja im Hintergrund, die reißen dir das direkt aus der Hand. Die sind smart verrückt und smart verliebt. Ich glaube, das Auto passt so gut zu den Italienern wie kein anderes. Gerade wenn wir Golf in so ein bisschen lockeres Umfeld bringen können, bringt uns natürlich auch was, um Leuten zu zeigen, dass wir gar nicht so langweilig sind, wie wir normal rüberkommen. Und mir macht es riesig Spaß. Viel Erfolg. Hat Spaß gemacht. Danke. Alles Gute. Schade, dass du verloren hast. Ja, das ist toll.